Dresden. Barock und abgerockt. Bildung und Armut prallen in Sachsens Landeshauptstadt knallhart aufeinander. Und mittendrin Alex. Ich habe studiert, könnte auch arbeiten, bin aber einfach zu faul. Ich habe knapp 1000 Euro zur Verfügung. Ihr nennt es Hartz IV, ich nenne es staatlich passives Einkommen. Und davon kann man echt gut leben. Um noch etwas besser zu leben, verdient sich der Ex-Informatikstudent etwas dazu. Unter anderem mit einem Sex-Chat, bei dem er sich als Frau ausgibt. Bist du eigentlich auch so geil wie ich? Denn meine Mutter ist richtig feucht auf dich. Das ist im Prinzip der Job und jetzt kommt der nächste Kunde. Heute ist Alex in der Innenstadt von Dresden unterwegs. Wir begleiten den 31-Jährigen bereits seit einem knappen Jahr. Ich beziehe immer noch Hartz IV, arbeite im Sexchat, mache nebenbei Straßenmusik auf einen Verstärker mit, einen mobilen Verstärker und eine E-Gitarre und werde dann noch ein bisschen Straßenmusik machen und einfach schauen, was rumkommt. Kann man das jetzt in Dresden einfach so machen, Straßenmusik? Ja, das kann man einfach so machen. Ich habe es schon öfters gemacht, ohne Probleme. Muss halt einfach nur sich schauen, dass man den anderen Künstlern nicht in die Quere kommt. Tatsächlich brauchen Straßenkünstler in Dresden sehr wohl eine Genehmigung. Doch Alex sieht es nicht so eng. Genau wie vieles andere. Was hast du da jetzt in der Tüte? Ja, ich habe da noch Geld mitgenommen, weil ich lege das Geld in den Koffer rein, damit Leute dann denken, ich habe schon Geld verdient. Das hat dann im Prinzip diesen Effekt, dass man potenziell mehr Geld bekommt, auch wenn man schlecht ist. Hauptsache ist irgendwelches Geld drin. Das hat einfach nur diese Wirkung, dass du schon Geld verdient hast. Also trickst du die aus? So in der Richtung, ja, um mehr Geld zu verdienen. Und das ist noch schön. Genau. Also im Prinzip nutze ich die Arbeiterklasse aus. Aber im Zweifel haben die einen Vollzeitjob und gehen arbeiten. Ja, selbst schuld, ne? Schlechtes Gewissen, Fehlanzeige. Alex ist clever und gesund. Er könnte arbeiten, hat aber einfach keine Lust. Ich fange einfach mal an. Nur kurz zum Warmwerden und dann. Hallo. Hi. Die Polizeibehörde der Stadt jo, Dresden. Genau. Ihre Genehmigung hätten wir gerne gesehen. Braucht man eine Genehmigung? Ja. Ach so, ich habe sonst immer ohne Genehmigung gespielt. Das ist schlecht. Okay. Dann stellt das jetzt erstmal einen Verstoß okay. gegen die gesetzliche Regelung dar. Und wir bräuchten ja. einmal Ihren Ausweis, bitte. Ja, kein Problem. 2 Sekunden. Alex nutzt den Start ohne Reue aus. Er ist sich sonst keine Ausrede zu schade. Doch in dieser Situation zieht er den Kürzeren. Sollten wir feststellen, ja. dass Sie bereits belehrt worden sind? Nee, das ist definitiv nicht. Ich sag's trotzdem. Genau. Kann eine Verwarnung ausgesprochen werden? Wie viele? Der Bußgeldrahmen für Straßenkunst geht bis zu 1.000 Euro. Die notwendige Genehmigung hätte Alex kostenlos, kurzfristig und unkompliziert über die Webseite der Stadt Dresden bekommen. Droht ihm jetzt eine Strafe? Das ist jetzt das erste Mal, da kriegen Sie keinen Stress. Ach so. Es wird nur bei uns vermerkt, dass Sie schon mal auffällig waren. Genau. Damit kriegen Sie also eine mündliche Verwarnung. Ja, genau. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Trotzdem kommt Alex glimpflich davon. Ich habe ja schon öfters gespielt ohne Genehmigung. Hat eigentlich nie Probleme gehabt. Habe ich auch in Leipzig gemacht, weil ich es einfach nicht einsehe, das anzumelden. Aber ich bin halt noch nie aufgefallen. Deswegen gab es jetzt eine mündliche Warnung und Bußgeld kommt jetzt nicht in Frage. Ja, also im Prinzip, ich habe jetzt nichts verdient, muss ja leider gehen. Was aber an sich kein Problem darstellt, weil es gab vor ein paar Tagen Hartz IV und das hebe ich jetzt ab. Den heutigen Verdienstausfall kann der Hartz IV-Empfänger offenbar verschmerzen. Ach ja, und für solche Fälle habe ich auch mein Trostbier mit. Finanziert durch die Arbeiterklasse. Eine Klasse, zu der sich der arbeitslose Akademiker offenbar nicht zugehörig fühlt. Alex, ist dir aber eigentlich klar, dass du redest ja immer von Arbeiterklasse, dass das ohne die gar nicht gehen würde mit dem Hartz IV? Ja, ich weiß, woher das Geld kommt, genau, von der Arbeiterklasse, vom Fußvolk. Aber es fühlt sich besser an, als wenn man dafür gearbeitet hätte. Aber du gehst ja auch arbeiten. Ja, ein bisschen nebenbei, genau. Aber gleichzeitig nutze ich auch den Staat aus. Ich denke mir halt, weniger ist mehr. Warum soll ich mich kaputt machen? Mit dieser Lebenseinstellung kommt Alex seit 2 Jahren gut über die Runden. Was machst du jetzt mit dem Geld? Ich werde es einfach auf den Tisch liegen lassen und das teile ich mir dann über den Monat auf. Also für Essen, Trinken. Und ich habe noch Geld auf dem Tisch liegen durch den Sexchat. Das ist halt für andere Sachen. Im Gegensatz zur Straßenmusik hat Alex das dem Jobcenter gemeldet. In Querschied, rund 13 Kilometer nördlich von Saarbrücken, lebt Uschi. Von ihrer Erwerbsminderungsrente von 802 Euro kann die 64-Jährige nicht leben, so sehr sie sich auch bemüht.
Nach Abzug der Miete bleiben mir von meiner Rente gerade mal 342 Euro. Obwohl ich schon einen Minijob mache, reicht das Geld nicht. Seit 12 Jahren wohnt Uschi in einer 65 Quadratmeter Wohnung, die mit 460 Euro Monatsmiete mehr als die Hälfte ihrer Rente verschlingt. Ich fahre jetzt zum Foodsharing, so in eine Bäckerei. Und zwar ist das, da kann man Lebensmittel retten, die man sehr günstig abholen kann. Ich habe eine App auf meinem Handy, da kann man abends das bestellen. Das sind Artikel, die kosten normalerweise 12 Euro für 4 Euro. Ich mache das hauptsächlich zum Sparen und halt auch, um die Lebensmittel zu retten, weil ich gegen Lebensmittelverschwendung bin, weil es gibt so viele arme Leute wie mich zum Beispiel, die wirklich darauf angewiesen sind, das zu machen. Ja? Und ob die Bäcker das jetzt wegwerfen oder halt für so günstiges Geld abgeben, ist ja besser. Mehr als 7 Millionen Menschen in Deutschland beteiligen sich an der Lebensmittelrettung. Zudem gut 14.000 Restaurants, Supermärkte, Cafés und ähnliche Einrichtungen. Seit 2 Jahren mache ich Foodsharing. Ich habe ja Erwerbsminderungsrente und da muss ich halt gucken. Ich habe im Monat zwischen 160 und 180 Euro zur Verfügung, um Lebensmittel einzukaufen. Da muss man halt sparen, wo man kann. Welche Lebensmittel genau die Geschäfte in die Tüten packen, weiß Uschi nicht. Hallo. Was darf es denn sein? Ja, darf ich einmal die Registrierung sehen? Ja, einen Moment gerade. Guck mal. Ja, dann können Sie mir dann Ihre Tüten rübergeben, dann kann ich Ihnen da gerade reinmachen. Ah, die ist ja schön groß, da kriegen wir gut was rein. Wer nimmt das so in Anspruch, das Foodsharing? Das ist komplett gemischt. Also wir haben von Jugendstudenten bis, wie jetzt hier in dem Beispiel, die Rentnerin. Ne? Ich bin halt Frührentnerin und das ist halt nicht sehr viel. Ne? Da muss man gucken, wie man über die Runden kommt. Ja. Und da finde ich das wirklich ein ganz tolles Angebot. Prima. Für mich eine sehr große Erleichterung. Seit 3 Jahren bietet die Bäckerei vergünstigte Waren an. Seither wird auch den Mitarbeitern das Problem der Altersarmut immer deutlicher bewusst. Man macht sich schon Gedanken. Ich arbeite jetzt auch Vollzeit und man macht sich schon Gedanken, ist dann in der Rente derselbe Lebensstandard überhaupt machbar? Oder ist es bei mir dann irgendwie auch so, dass ich auf meine alten Tage auf irgendwas verzichten muss, was mir lieb und teuer ist? Und da bekommt man schon ein bisschen Muffensausen. Ne? Was Uschi bekommt, ist ihr weniger wichtig. Hauptsache, sie kann dank der Spende sparen. Ja, das sind Brötchen. Und hier noch weg. Das sind weg bei uns im Saarland. Und hier unten ist das Brot. Ja, das sehe ich schon. Oh, cool. Guck mal. 2 sogar. Das ist eine sehr gute Ausbeute heute. Da habe ich jetzt 14 Tage dran. Das friere ich nachher ein und dann klappt es. Wann hast du das letzte Mal normal beim Bäcker eingekauft? Also ich weiß es nicht genau, aber es sind schon 1,5 Jahre ist es schon her, wo ich normal was gekauft habe. Nicht hier dieses Foodsharing gemacht habe, ne? Weil es einfach nicht drin war. Ne? Altersarmut ist ein stetig wachsendes Problem. Fast jeder 6. Rentner in Deutschland ist von ihr bedroht. Finanziell ist es sehr eng, deswegen gehe ich halt noch auf diese 450-Euro-Basis arbeiten. Direkt nach dem Rentenbescheid musste ich zum Teil auch Dinge verkaufen, weil ich einfach mit der Rente nicht klargekommen bin. Und das hat mir dann schon mal wehgetan, aber es musste halt sein. Was hast du so verkauft? Ja, ich habe halt hier in so einem Geschäft halt den Schmuck, den ich geerbt habe, von meiner Mutter zum Teil verkauft. Und auch Schmuck, den ich bekommen habe, verkauft. Das sind dann da mal 100 Euro gewesen und da mal 50 Euro, mal 20 Euro. Aber das hat dann schon geholfen, bis ich dann, habe ich so die Zeit überbrückt, bis ich halt dann meinen 450-Euro-Job anfangen konnte. Gerne hätte Uschi die Weißgoldkette mit passendem Armband wieder ausgelöst. Doch da war sie schon verkauft. Ja, der Schmuck hat mir schon viel bedeutet. Und das hat mir schon sehr wehgetan, als ich den dann verkaufen musste. Aber ich weiß, dass meine Mutter das auch so gewollt hätte, weil sie mir damit ja auch geholfen hat im Nachhinein. Und ich weiß, dass ich da auf der sicheren Seite bin und sie im Himmel von oben runter guckt und denkt, das hast du gut gemacht.
Uschi hat 35 Jahre lang Rentenbeiträge eingezahlt. Sie war als Apothekenhelferin, als Mediengestalterin und in einem Callcenter tätig. Uschi, hast du dir deine Rente so vorgestellt? Nein, nicht wirklich. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich so früh in Rente muss. Es war halt die Krankheit. Ich hatte Schilddrüsenkrebs und das war halt alles sehr schwer. Ne? Du bist halt einfach nicht mehr so belastbar wie noch früher. Ne? Und ich bin ein Arbeitstier und das ist mir halt am Anfang sehr schwer gefallen. Nicht mehr so viel gearbeitet hat und 12 Stunden am Tag und dann von 100 auf 0 runter. Das war schon sehr schwer für mich. Besonders bitter, von der jahrelangen Arbeit bleiben mir jetzt gerade einmal 802 Euro. Warum ist die Rente so wenig? Wegen der Erwerbsminderung, weil ich ja jetzt schon seit 2017 die Erwerbsminderungsrente bekomme. Und das ist halt nicht mehr. Das ist ja nur ein gewisser Prozentsatz, genau weiß ich jetzt nicht. Und dann, weil ich halt eine Zeit lang auch nicht einbezahlt habe, weil ich im Familienunternehmen gearbeitet habe. Und das waren doch schon fast 6 Jahre. Die fehlen halt dann auch. Diese Rentenbeitragslücken gibt es bei vielen Frauen, die wegen der Kindererziehung beruflich meist zurückstecken mussten. Am meisten belastet mich halt, dass ich meinen Enkelkindern halt nicht so viel bieten kann. Weil ich liebe meine Enkelkinder von ganzem Herzen und das fällt mir sehr schwer, dass ich das nicht so machen kann, wie ich das eigentlich vorhatte. So ist das halt. Uschi beklagt sich nicht. Dennoch belastet sie ihre Situation sehr. Armut trotz jahrelanger Arbeit? Armes Deutschland. Dass die Straßenmusik heute ausfällt, ist für Alex keine Katastrophe. In seiner Einzimmerwohnung allerdings herrschen durchaus katastrophale Zustände. Dabei hätte er genug Zeit zum Aufräumen. Ich will eigentlich auch nicht aufräumen, ich brauche schon das Chaos und ich bin auch viel zu faul zum Aufräumen. Also das Einzige, was ich aufräumen werde, sind die Bierflaschen, weil es Pfand ist. Sonst der Rest bleibt hier. Ich fühle mich wohl, weil ich brauche auf der einen Seite Chaos, auf der anderen Seite auch Ordnung. Die habe ich auf beiden Seiten. Aber ordentlich ist es ja nicht. Ja, Ordnung ist ja relativ. Und dann kommst du so von A nach B. Ja, willst du mal sehen? Ja. Ja, also hier kann ich mich quasi bequem an den Notebook setzen und dann im Erotik-Chat arbeiten oder andere Sachen machen. Eigentlich benutze ich nie die Küche, aber wenn ich zum Kühlschrank möchte, dann gehe ich hier einfach durch, weil ich habe da meine freien Plätze. Ja, und da habe ich im Prinzip hier den Kühlschrank quasi, da ist kein Chaos. Auf dem Tisch ist kein Chaos. Auf dem Sitztisch ist kein Chaos, weil ich kann mich hier frei bewegen. Und hier in der Mitte der Wohnung ist auch kein Chaos. Und eigentlich auch auf dem Bett, aber heute ist eine Ausnahme, weil ich Straßenmusik gemacht habe. Und sonst habe ich hier das Ersparte und dann noch Erspartes. Moment. Und wie es aussieht, gar nicht mal wenig.